Hallo Modellbahnfreunde und Soundlog-Fans. Ich zeige euch jetzt, wie schon mal versprochen, die 4020 Schnellbahn mit meinem eigenen Soundprojekt, aber diesmal auf LogSound 5. Ich habe vor einer Woche LogSound 5 Decoder bekommen. Vielen Dank an dich, dass du sie mir mitgenommen hast. Also falls diese Person zuschaut, ich nehme schon an, dass sie zuschaut, aber wenn nicht, ist natürlich auch kein Problem. Ja, ich habe natürlich jetzt dieses Projekt. Das habe ich einfach umgewandelt und habe danach noch ein paar Feinheiten eben ausgebessert, beziehungsweise auf LogSound 5 halt noch selbstständig angepasst, damit das bei dem Decoder halt möglichst optimal funktioniert. Und ja, also jetzt ist das Projekt auf jeden Fall mal vorerst fertig. Also vorerst bedeutet halt einfach nur, sollte mir mal wieder eine Idee einfallen, um es ein wenig nachbessern zu können. Das meine ich damit mit vorerst. Und ja, ich würde sagen, ich muss euch da glaube ich nicht mehr allzu viel erklären. Ihr kennt das vom LogSound 4 schon. Das, was ihr auf jeden Fall merken werdet, ist, dass es hier am LogSound 5 deutlich klarer und schöner klingt. Ja? Am 4er hat es schon einen sehr guten Klang gehabt, das Projekt. Ja? Aber am 5er ist das noch einmal deutlich besser. Das macht schon sehr viel aus, wenn man eben 16-Bit hat auf einem Decoder. Gut, ich würde sagen, ich plapper jetzt mal nicht zu viel. Ich rüste einfach mal auf und lasse euch das alles einmal genießen. Los geht's! So, ja, Maschine ist gestartet. Wir gehen im Stand jetzt wieder einige Sounds durch, ja? So wie beim Vierer LogSound auch. Das ist das im Simulator natürlich alles. Die Scharfenbergkupplung habe ich vom Westbahnprojekt übernommen. Die habe ich auch auf dem CityJet und auch auf der Talent, weil die sind ja zumindest ähnlich und ich habe keine Originalaufnahmen von der Kupplung von der 4020, deswegen dachte ich mir, gut, das machen wir einfach so und spielen das wieder rein. 5 ist wie bei der Talent schon, ist 5 der Führerstandswechsel, wo dann eben der Hauptschalter ausgeht und der Lüfter ausgeht. Ich glaube, das muss ich euch nicht mehr zeigen. Danach kann man im Stand einfach die Richtung ändern und man stimuliert das. Könnte dazwischen auch ganz normal die Türfreigabe geben und so, also die Türen öffnen, schließen und das stimulieren. Also da geht's. Da hat sich nichts geändert. Ist aber eine geile Funktion, die zeige ich jetzt aber nicht, weil das kostet natürlich Zeit wieder extra. So, was haben wir noch? Genau, das Fernlicht ist auf 8. Auf 6 ist eben dann der Verschubmodus. 9. Elf. Der Kompressor kommt natürlich zufällig, den kann man nicht steuern, den habe ich absichtlich so eingestellt. 13.
Da habe ich wieder das Doppeltürgeräusch drin, so wie meistens beim ersten Mal aufmachen. Und danach kann ich, wenn die Türautomatik eingeschaltet ist, so wie jetzt, kann ich natürlich nicht fahren. Und ich kann aber den Zyklus von Tür auf und zu gehen nochmal wiederholen. Dann kommt wie immer nur ein Einzeltürgeräusch. Normalerweise kommt es doch auch beim Aufmachen, nachdem die Freigabe das erste Mal gegeben wurde, also wenn der Zug schon länger steht und der Fahrgastwechsel länger dauert, kommt das Piepsen beim Aufmachen schon auch nochmal. Ja. Ich habe das aber anders in Erinnerung, beziehungsweise werde ich es so lassen, dass bei dem Einzeltürgeräusch, wenn man die öffnet, dass der Piepton nicht kommt. Ja. Also das werde ich so lassen, denn ich finde, das reicht, wenn es beim Schließen kommt. Und es ist meiner Meinung nach realistisch genug, was das angeht. So, Türen mache ich wieder zu. Jetzt wäre der Zug abfahrbereit. So, was haben wir noch? Heizlüfter. 17. 18. Luft auslassen. 19 ist die SIFA, aber die kennt ihr. 20 ist bei mir dann das, das war beim Loxon 4 schon, was ich so weiß. 20 ist dann der Lastbetrieb, weil die Fahrmotoren habe ich so eingestellt, dass wenn sie die Geschwindigkeit erreicht haben, die ich vorgegeben habe am Regler, dann wird das Fahrmotorengeräusch leiser, um circa die Hälfte, ja, je nachdem wie laut es dröhnt. Denn ich habe ja zwei verschiedene Geschwindigkeitsstufen gemacht, damit das einigermaßen realistisch wird. Aber mit 20, wenn ich das drücke und der Lastbetrieb aktiv ist, dann bleibt das Motorengeräusch auf der maximalen Lautstärke. Ja. Dann geht es nicht in den normalen Modus. Damit kann man zum Beispiel eine Steigung oder Gefälle simulieren, wenn man jetzt da eben auf einem Berg oder so fährt mit dem Zug. Das könnte man bei allen Loks machen, bei denen das so deutlich zu hören ist. Ja. So, ja, ich würde sagen, ja, lassen wir den Kompressor mal auslaufen und dann werden wir losfahren. So, gut, ich würde sagen, los geht's. Beim Losfahren werdet ihr dieses typische Traktionsbrummen hören, was sie von sich gibt, wenn man eben einschaltet. Also wenn man den Fahrhebel vorgibt. Und ja, den Rest werdet ihr schon hören. Ich würde sagen, los geht's. So, ihr habt gehört, das Fahrmotorengeräusch ist jetzt leiser. Ja? Wenn ich jetzt 20 drücke, dann geht es in die maximale Lautstärke über, die eingestellt ist. Das ist dann der Lastbetrieb, wo man eben Steigung oder Gefälle simulieren kann und der Zug halt die Geschwindigkeit halten soll. 20 wieder aus. Nach demselben Prinzip sind auch bei meinem Taurus und bei meiner 1044 die Lüfter programmiert, dass sie automatisch sind. Bei Beschleunigen und Abbremsen, egal wie hoch oder der Wert ist, bei beiden kommt der Lüfter, der starke. Ja? Aber bei diesen anderen Loks kann ich beeinflussen, indem ich einen Lüfter runterschalte oder oben halte. So, ich würde sagen, geben wir mal Gas. Lastbetrieb. Kein Lastbetrieb. Weil das Motorengeräusch so extrem dröhnt, habe ich mir gedacht, okay, ich werde bei ihr auch eben zu diesem Modus einbauen. Dann ist es ein bisschen angenehmer.
Spurkranzschmierung kommt auch. Die Siefe kommt auch sicher gleich. Genau. Das Kurvengeräusch. Das Rollgeräusch von den Wagen. Das geht natürlich in der Tonhöhe mit, je schneller oder je langsamer man fährt. Das kennt ihr schon. Luft ausblasen kommt auch zufällig, wie ihr mitbekommen habt. Das nächste Mal wird die Siefer den Zug abbremsen. Fertig. So, und wir werden den Zug jetzt dann mit der Türautomatik hier im Bahnhof stehen lassen, also abbremsen lassen. Automatik aus.
So, ich würde sagen, eine Runde noch. So, rüsten wir ab die Maschine. Ich glaube, das reicht schon. Ihr kennt das ja von Lobs und Fischern. Und jetzt ist es soweit. So, ja, das war's mal mit der 4020 in Loxon 5. Ich dachte mir, dass jetzt der Plapper ich ein bisschen weniger dazwischen, denn erstens kennt ihr das Modell vom Loxon 4 eh schon. Also auch schon vorher, bevor ich mein eigenes Projekt gemacht habe. Und dachte mir, okay, dann könnt ihr das auch so ein bisschen mehr genießen. Ja, also ich finde, es klingt irrsinnig gut. Loxon 5 ist einfach Oberhammer, meiner Meinung nach. Und man kann einfach beim ESO LogSound selbst programmieren, wie man möchte. Das finde ich ist irrsinnig geil und bietet meiner Meinung nach eigentlich einen sehr großen Vorteil, wenn man es selbst beeinflussen möchte und das auf eine mehr oder weniger leichte Art und Weise. Natürlich ist es nicht immer leicht, vor allem wenn man damit anfängt. Aber das ist immer so. Ja? Da braucht sich keiner irgendwie blöd vorkommen, da braucht keiner irgendwie dann sich denken, er kann das nicht, das ist einfach nur zeitintensiv. Ja? Also wie ich sage das immer wieder, wenn ihr euch das anschauen wollt, wie man programmiert, dann schaut es euch an, egal wie lange es dauert, egal ob ihr es versteht oder nicht, oder wie lange ihr braucht, bis ihr einfache Sachen versteht. Letztendlich zahlt es sich wirklich aus. Ihr seht das ja eigentlich schon bei meinen Modellen selbst. Und ich meine jetzt nicht, weil ich selbst eigene Sounds mache, sondern weil ihr auch die ESO-eigenen, die fertigen Projekte von ESO ändern könnt, noch immer wie ihr wollt. Ja? Und das finde ich ist sehr gut gemacht von ESO. Ihr könnt euch bei Diesel-Lokomotiven alles noch nachträglich so einstellen, dass beim Starter, also wenn der Starter vom Dieselmotor kommt, dass die Batterieversorgung einbricht und das Licht kurzfristig abgedimmt wird, solange bis der Dieselmotor fix fertig läuft. Das kann man alles machen. Das sind zwar mehr oder weniger nur so kleine Gimmicks, die nicht unbedingt wichtig sind, aber das sind halt Kleinigkeiten, die ganz einfach auch dem Ding, der Sache, den Charakter gibt. Das ist einfach so. Ja? Und da kann man so viele geile Sachen machen, ja? Im Log-Sound-Bereich. Man sieht es ja auch schon hier alleine durch das, dass ein Laie wie ich, also ich habe ja auch angefangen als Laie, ja? Das war ja 2018, ja? Also vor, ja eigentlich vor fast 4 Jahren habe ich angefangen mit diesem Spaß hier zu programmieren und dachte mir, es wird nicht mehr als wie ein Lüftergeräusch. Und dann irgendwann wurde es doch mehr. So, musste kurz unterbrechen. Ja, also angefangen hat es wie gesagt beim Lüftergeräusch von der 1044. Das wollte ich eigentlich nur einmal nachmachen, dass ich es ein bisschen realistischer hinbekomme. Und vor allem, ich wollte einfach probieren, ob ich das überhaupt hinbringe. Ja? Und dann irgendwann einmal wurde halt einfach mehr daraus aus dieser Programmiersache. Und mittlerweile kennt ihr ja schon meine ganzen Projekte. Und der Vorteil natürlich ist, dass ich immer diese Dateien bekomme, ja, keine Frage. Und ich richte mich auch sehr nach dem Train Simulator, beziehungsweise nach einigen Aussagen von welchen, die Lokomotiven kennen, beziehungsweise die schon vielleicht einmal damit gefahren sind, ja. Kann auch sein, dass manche Sachen ein bisschen von mir abgeändert sind, weil es auch mir ein bisschen Spaß machen muss, ja, weil diese Projekte sind ja doch auf meinen Lokomotiven drauf und mir muss es letztendlich Spaß machen und auch ich mache öfter absichtlich eben
einmal ein paar kleine Abweichungen, weil es vielleicht sonst ein bisschen zu viel wird. Ja, das ist genauso möglich. Aber trotzdem sind das irrsinnig geile Sachen. Kann man verdammt viel machen damit. Ja. Und mittlerweile habe ich glaube, 10, ja, ich glaube 10 Soundprojekte, verschiedene, also von verschiedenen Loks oder Triebzügen. Also zum Beispiel ist die 4020, die 1044, die 1014, der CityJet, der Taurus, also der 1016, 1116 Taurus, einen 5047er, eine 1822, eine 1142 zum Beispiel und sogar einen Vectron habe ich einmal selbst gemacht. Und ja, es ist nicht immer alles gut. Ja. Der Vectron zum Beispiel, den finde ich von mir zum Beispiel, den habe ich einmal, habe ich ihn euch vorgestellt, auf Lok Sound 4, den finde ich zum Beispiel jetzt nicht gut, meinen eigenen. Ja. Das gebe ich zu. Da ist der von ESO und der von Leo tausendmal besser, meiner Meinung nach. Ich habe es halt versucht, bin halt im, ja, kann halt einfach diese ganzen Dinge, was Leo macht, also wie er programmiert, das kann ich halt nicht, dass der hat ganz eine eigene Art zu programmieren. Ich weiß nicht, wie er es macht. Aber beim Vectron macht er ganz überdeutlich bessere Projekte, logischerweise, als ich. Ja? Und der Vectron-Sound von mir, den ich gemacht habe, einmal, das war zur Probe. Er klingt vielleicht nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich ihn mit den ESO kombinieren. Aber vom Fahrgeräusch her zum Beispiel, das schaffe ich halt nicht so gut zu machen. Ja? Und das sind aber Dinge, ja, da kann ich drüber stehen. Man kann halt nicht immer alles perfekt machen. Das funktioniert so halt einfach nicht. Das muss man einfach zugestehen, wenn etwas halt nicht so gut ist. Aber die Sache macht trotzdem Spaß. Und das ist wichtig. Ja? Und wenn auch ihr daran Gefallen findet, dann schaut euch einfach mal mehrere Log-Sound-Projekte durch, die ihr von ESO bekommt. Schaut euch durch, wie das programmiert ist. Probiert es aus, ändert was. Das Backup habt ihr dann eh. Das könnt ihr euch extra speichern oder immer wieder runterladen. Das Original von ESO. Also was das angeht, ja, da bleiben einem immer alle Türen offen. Und es hat bei mir, wie gesagt, beim Lüfter von dieser Lok angefangen, von der 1044. Und geendet hat es in mittlerweile 10 verschiedene selbstgemachte Soundprojekte für hauptsächlich ÖBB-Lokomotiven und Triebzüge. Wie gesagt, ich habe die Talent, habe ich erst vor kurzem auch gemacht, im Sommer. Jetzt habe ich die 4020 gemacht. Den CityJet habe ich schon vor ein paar Jahren gemacht, glaube ich jetzt. Da vor 2, 3 Jahren bilde ich mir ein. Und es ist immer mehr dazugekommen, beziehungsweise es ist immer ein bisschen feiner geworden. Ein paar Updates habe ich gemacht. Und die bringen mir persönlich was, weil es mir Spaß macht. Ja? Da geht es nicht immer darum, dass ich dieses eine Sample perfekt haben möchte. Da geht es auch um den Programmierspaß dabei. Und der ist wichtig dabei. Das kann ein jeder von euch auch machen, wenn er will. Wie gesagt, ein jeder muss wollen. Es ist ein steiniger Weg, der Anfang. Aber irgendwann, sobald man das ein bisschen versteht, was das bedeutet beim Log-Programmer, dann möchte man unbedingt weitermachen. Das macht wirklich Spaß und Freude. Ja, und einen kleinen Teaser übrigens noch. Ja, und zwar, ich habe jetzt eine Pico 1044, die habe ich sogar hier stehen. Die habt ihr jetzt die ganze Zeit schon gesehen. Vielleicht, weiß nicht, ob es den einen oder anderen aufgefallen ist. Ich werde mal kurz das Kameralicht einschalten. Sieht so aus, die Lok. Das ist die Pico 1044 in H0 mit einer Plux 22 Schnittstelle. Die Expert Line ist das. Zugerüstet ist die bereits vorne. Sie hat LED-Beleuchtung, Plux 22 Schnittstelle. Eine Führerpultbeleuchtung hat sie, das geht mit dem Scheinwerfer dann übrigens mit. Ja. Sie hat eine Maschinenraumbeleuchtung eine Fü und das Führerstandslicht ist getrennt schaltbar. Ja, zum Beispiel. Der Dachgarten sieht hier sehr, sehr fein aus. Die Bügel schauen auch sehr, sehr gut aus. Also, Moment, nochmal Kameralicht ein. Schauen wir uns genauer an. Die Bügel sind sehr fein ausgeführt und wirklich schön alles angesetzt. Und man sieht sogar hier oben. Am Dach kann man sogar hineinschauen. Da ist es durchbrochen, dieses Gitter. Und da kann man sogar ein bisschen das Innere imitiert sehen. Also das haben sie so geil gemacht, dieses Modell. Also das ist meiner Meinung nach das ist die beste 1044 vom Modell her, die ich bis jetzt da gehabt habe. Ja. Und ich fand die Rocco, finde ich übrigens auch noch immer gut. Ja. Und
Die Pico, muss ich sagen, schlägt momentan, also die Pico 1044 zumindest, ja, schlägt meiner Meinung nach die Rocco 1044 auf jeden Fall von der Technik. Und ich kann euch auch noch eine Kleinigkeit zeigen. Ich drehe nochmal das Kameralicht auf, nicht wundern. Nehmen Sie mal kurz in die Hand. So. Ich weiß, ihr kennt das auch schon von manchen anderen Kanälen, aber ihr seht hier unten, dass das ganze Bremsgestänge und der Unterboden danach gemacht wurde. Also irrsinnig geil gemacht, das Modell. Ja. Das ist sehr gut umgesetzt, meiner Meinung nach, von der technischen Seite. Kann man sich meiner Meinung nach auch nicht unbedingt beschweren. Also ich kann mich da nicht beschweren, zumindest. Wer weiß, wer noch. Das Einzige, was man vielleicht am Anfang für ein bisschen vermisst, wenn man vor allem die Rocco 1044 kennt, ist das hellere Licht, also das helle Scheinwerferlicht. Ja? Denn Pico hat hier auch LEDs verwendet, auch sehr schöne LEDs, aber sie haben pro Scheinwerfer haben sie halt nur eine einzige LED verwendet, was eh auch schon genug ist. Ja? Beim Fernlicht muss man zum Beispiel das Aufblenden nachahmen, indem man den Dimmer oder das Licht vorne, Licht hinten, Klammer 2 einschaltet. Ja? Da muss man ein bisschen improvisieren. Aber trotzdem trotzdem schaut die sehr gut aus. Und wenn man den Decoder mit den Motoreinstellungen gut einstellt und das gut justiert, das Modell, dann fährt sie ruckfrei und sie fährt seidenweich und man hört die Glock kaum, ja, bis gar nicht. Also das ist ein wahnsinnig gut gelungenes Modell, meiner Meinung nach, ja. Und mir geht es hier nicht darum, dass ich jetzt Werbung mache für Pico. Ja? Mir geht es nur darum, dass ich meine Meinung über dieses Modell sage. Ja? Und ich finde, dieses Modell von Pico ist Hammer. Hammergeil. Ja? Ist meine neue Lieblingslok hier, die Pico 1044, muss ich zugeben. Denn die ist meiner Meinung nach eben wirklich sehr, sehr geil umgesetzt. Also nicht nur in der Ausführung, sondern auch technisch. Und die wiegt sogar wirklich ein bisschen etwas. Also die ist sogar, glaube ich, eine Spur schwerer vom Gefühl her als wie die Rocco 1044. Ich habe aber beide noch nicht abgewogen. Ja? Habe ich noch nicht gemacht. Aber vom Gefühl her, wenn ich beide Loks anhebe, glaube ich, ist die Pico 1044 ein bisschen schwerer. Gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Und ich finde, dass diese Lok wirklich es wert ist zu kaufen. Kann ich ganz klar sagen. Also diese Lok hat wirklich Klasse. Ja, und nicht nur, weil es eine ÖBB 1044 ist, sondern weil sie technisch verdammt gut umgesetzt ist für meinen Geschmack. Ja. Natürlich muss ein jeder selbst wissen, welche Lok, also welchen Hersteller er favorisiert und welchen nicht. Ja. Also ein jeder, wenn jemand sagt, die Kleinbahn, Kleinmodellbahn oder auch Rocco, egal, ein jeder hat natürlich seine Lieblingsmarke. Das ist jedem ungenommen. Ja. Völlig egal. Soll ein jeder seine Lieblingslok haben und bei ihr bleiben. Völlig wurscht. Ja. Also ich hätte niemanden irgendwas einreden versuchen. Mir geht es nur darum eben, das ist einfach nur meine Ansicht der Dinge. So, Moment kurz. Ich werde mal kurz die Rocco 1044 daneben stellen. Moment. So, und hier die Rocco 1044 rechts. Das ist die mit den niedrigen Lüftern. Das ist das Rocco-Modell hier. Beim Rocco-Modell sieht man zumindest vorne, dass eben der Tisch, der Führerpulttisch grün ist. Bei der Pico ist er halt vorne eben nicht grün lackiert, also der obere Teil vom Führerpulttisch. Das ist aber mir persönlich sowas von wurscht, muss ich zugeben, ja. Denn sind nur so kleine Details und wenn es im Inneren ist, ja, im Führerstand oder überhaupt in der Innenausstattung, ein jeder, der ein bisschen Farbe zu Hause hat, ein paar Revell-Lacke oder von mir aus Vallejo-Lacke, scheißegal auf gut Deutsch, der kann das eh noch ändern, ja, wenn er will. Wenn er jetzt dann zum Beispiel beim Führerpult vorne halt ein bisschen aufwendig ein mehr Detail haben möchte, dann muss er halt mit ein bisschen Farbe arbeiten. Nochmal das Licht. Feiner ausgeführt ist auf jeden Fall auch der Maschinenraum von Pico. Das hier ist der von Rocco. Ist natürlich nicht schlecht, ja. Man sieht, dass da was drinnen ist. Es ist hier etwas Dreidimensionales auf jeden Fall limitiert. Das ist eben so eine Art Kunststoffrahmen, der die Platine umschließt, hier drinnen, in diesem Fall, ja. Aber da, bei der Pico, geht das ein bisschen tiefer. Das hat mehr Tiefe. Das geht mehr ins Räumliche. Ist weiter weg von den Bullaugen, ja. Ist hier ein ganz ein anderes Detail. Vom Dachgarten her finde ich jetzt zum Beispiel, dass eigentlich beides sehr gut ausschauen. Hauptschalter ist sehr, sehr markant auch bei der 1044.
Aber beide Modelle sind super umgesetzt. Aber Pico trifft es meiner Meinung nach momentan sehr viel besser. Also zumindest auch von der technischen Umsetzung her. Ja? Also ein super Modell. Das ist jetzt hier halt so ein kleiner Teaser von der 1044. Da kommt auch noch ein Video. Log Sound 5 ist bereits eingebaut in die Pico 1044. Ja? Lautsprecher natürlich auch. Ich habe jetzt eine Woche lang herumprobiert mit den Einstellungen, habe teilweise die Sounds nochmal neu gesampelt, also vor allem die Lüftergeräusche, weil ich habe da jetzt nämlich zwei verschiedene gemacht. Wobei ich jetzt bei beiden Logs denselben drauf habe, wo nur ist hier in der Rocco ist ein Log Sound 4 drinnen und hier in der Pico ist ein Log Sound 5 drinnen, mit meinen eigenen Projekten aber. Also da ist kein Timo drinnen und kein ESO typisches, sondern das ist auf beiden Maschinen ist mein eigenes Soundprojekt drauf jeweils. Ja, gut, genug geredet, würde ich sagen. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen und bin auch gespannt, was sie dann zur Pico 1044 sagt. Also das kurze Video für mich selbst, für meine Videosammlung habe ich schon gemacht. Und ich werde dann irgendwann, auch wenn ich dazu komme, eben für die 1044 das Video machen, für euch das längere. Ja. Irrsinnig geiles Modell. Ein jeder, der es noch nicht hat und sich überlegt, ob Rocco oder Pico, meiner Meinung nach ist Pico, also wie gesagt, das ist nur meine Meinung, ist Pico auf jeden Fall ein bisschen besser dran. Ja. Also von der technischen Umsetzung her, die kann ein bisschen mehr. Also das ist natürlich nur für die, die das auch mögen. Wenn jemand sagt, nein, das stört mich nicht, wenn es kein Maschinenraumlicht und keine Führerstandsbeleuchtung gibt, dann bleibe ich bei der Rocco. Die Rocco hat dafür ein sehr viel schöneres und helleres Scheinwerferlicht, weil sie nämlich für das Fernlicht nochmal eine zusätzliche LED pro Scheinwerfer eingebaut hat. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ja, ist eh logisch. Ja, ansonsten hoffe ich euch, dass jetzt das gefallen hat und beim nächsten Video sehen wir uns auch hoffentlich wieder. Bis dahin auf jeden Fall viel Spaß mit dem Hobby, schön brav fahren, keine Unfälle bauen und genießt das, ja, und bleibt gesund. Ciao.